Ja, servus, grüß euch und herzlich willkommen auf meinen Kanal zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen. Und ja, ich bin jetzt gerade fertig geworden mit der Abfahrtskontrolle. Funktioniert tadellos. Ja. Wie geht es noch mal durch? Haut hin, da ist passt. Jo, eine ist zu. Ich weiß, ich fahre im Fenstern. Tut mir sehr leid dabei. Jo. Oh, weh, weh. Wenn ich mich da jetzt um die Gummi. Gott, zerr. Ich hab nämlich grün, ich darf nämlich da fahren. Jawohl. Passt. Jo. Ich hab diese Woche einen Livestream gemacht im ATS. Hab circa 4 Zuschauer gehabt. Danke dafür. Jo, meine lieben Dieselfreunde. Auf geht's. Und eine schlechte Nachricht habe ich auch. Und zwar, ich werde meinen Disponenten den Kopf abpressen. Aber ich werde das irgendwie schon schockeln. Und jo. Diese Folge wird vielleicht diese Woche oder nächste Woche am Dienstag rauskommen, ich weiß es noch nicht. Mal schauen, ich glaube, ich werde es morgen raustun. Und nächste Woche. Jo. Dann habe ich noch eine schlechte Nachricht. Und zwar, mein Geschäftspartner wird nicht mehr dabei sein. Der nimmt sich Auszeit. Verstehe ich vollkommen. Ich werde die Firma Viking Transport alleine weiter rocken. Und wenn er zurückkommt, wird er wahrscheinlich im Büro sitzen. Oder er will nicht befahren und er sitzt sich im Büro rein. Verstehe ich vollkommen. Da habe ich das voll Verständnis dafür. Und ich werde das irgendwie schon alleine rocken. War erst einmal. Mal schauen. Jo. Diese Mitteilung habe ich ja bekommen. Er hat mir eine WhatsApp-Nachricht mir geschickt. Und ja, und ich verstehe ihn voll. HP, falls du mein Video schaust, grüße gerne an dich raus. Und ich verstehe es vollkommen. Und ja, ich werde das irgendwie schon rocken. Ich werde das irgendwie schaukeln. Also, keine Sorge, die Firma bleibt heile. Ja, soviel zu diesem Thema. Das, was ich jetzt dazu sagen kann. Sorry. Ja, was soll ich sonst noch Neues? Ein Mitarbeiter hat bei uns gekündigt, der liebe Michi. Schade. Ein Fahrzeug weniger.
werde ich verkaufen müssen. Und ja. Eieieiei. Weil wenn ein Fahrzeug bei unserem Firmengelände steht, kostet das Geld. Und so fort und so weiter. Oha, was ist denn da los heute? Wieder mal ordentlich gerumst. Jo. Jetzt gib ich aber schon Gas, weil nicht, dass man da. Jo, das hat jetzt aber keiner gesehen. Jo, ich hoffe, die Ruckeln sind besser geworden. Und ja, würde ich auch noch dazu sagen. Ja. Also ein Fahrer, ein Mitarbeiter ist gegangen. Gerade darum. Obwohl ich hätte ihm nichts getan und auch mein Disponent hat ihm nichts angetan. Ich habe mit ihm geredet, was der Grund ist, warum er so aufhört bei uns. Ja, er sagte, wenig Verdienst, sage ich, halt, Moment, stopp, sage ich, bin eigentlich der Geschäftspartner. Ich war am Anfang auch der Fahrer beim HP Wolf und habe gut verdient. Das werde ich auch beibehalten. Und es ist kein schlechter Job. Das muss ich auch dazu sagen. Jo. Soviel zu diesem Thema. Er behauptet, er verdient nicht genug. Was soll das? Ich nehme nämlich her auf, Herr Hammer, den Datum. Den 27. Juni. Aufnahmetag heute, 27. Juni. Ich werde diese Folge wahrscheinlich am Dienstag rausbringen. Rausschmeißen. Und jo. Lege Schnürschuhe fahren, kannst du wahrscheinlich schneller fahren. Ja, HP. Ich weiß, du vertraust mir. Ich werde auch diese Firma rocken und schockeln. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Ah. Was ist das? Bremst denn der? Ah, okay. Ah, jetzt weiß ich auch, was das ist. Ja. Ist wieder weg. Jo. Wir haben grün und der schläft und jetzt haben wir rot hier. Glaube ich auch nicht. Ah, Spaß zur Seite. Jo. Also ich habe das jetzt so gut wie möglich einstellen können, dass halb so nicht so ruckelt. Und jo. Wir haben noch 40 Minuten zum Kunde hin. Ja, ein bisschen was verändert da im LKW. Teils ein anderes Getriebe. 18-Gang-Getriebe. Oh, da hinten hat sich nun nichts da, außer dass das hinten da blau leuchtet, das weiß ich auch nicht. Hat sich da eigentlich nichts da? Hm.
Nein, ich werde das schon rockeln. Rockeln. Hier mal. Müssen. Jo. Habt ihr nicht sonst nur gelesen? Also. Beziehungsweise. Das war ich dafür, das war irgendwas. Ich weiß es nicht, von was das kommt. Muss ich auch noch schauen, was das sein kann. Irgendeine App, die war das Computer, die mich stört. Muss ich schauen. Was ich jetzt nur sagen, was ich gelesen habe bei Discord. SCS ist schon wieder am Arbeiten am neuen DLC im ATS. Bin gespannt. Und. Jo. Bin ich schon gespannt, an was das neueste DLC kommt. Kansas haben wir. Ankaras kommt noch. Das heißen soll. So, und jetzt sind die Ruckler wieder da. Verstehe es aber nicht, an was das liegen kann. Und. Jo. So, zu viel zu diesem Thema hier. Habe ich da schon mitgelesen. So, jetzt wahrscheinlich wieder auf die Waage. Das ist immer so. Nein, nicht einmal, ich darf gerade durchfahren, juhu. Ein Bypass. Ja, SCS arbeitet an neues DLC vom ATS. Das kann ich euch schon mal so mitteilen an euch. Ja. Ich weiß nicht, an was es liegen kann, warum das es so ruckelt. Ich weiß es nicht. Da habe ich eh schon alles eingestellt und. Ja. Und trotzdem noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. An was das jetzt liegen kann. Mods habe ich drinnen. 45 Mods sind aktiv. Und sind aber brandaktuell. Mods. Jo, und ich weiß aber nicht, an was das jetzt wirklich ruckeln, was das jetzt kommt. Weil ich habe hier im Game, kann ich euch jetzt zeigen, habe ja nichts zu verbergen. Alles auf 50 gestört, das habe ich auf 59 gestört. Mal kommt jetzt sagen, wir stellen es auch auf 59, aber dann kommt mir das so vor, dass es ruckelt. Könnte man machen, könnte man probieren. Meine Freunde, dass es dann durchaus besser sein könnte, aber das, was ich nicht glauben kann. Und es ruckelt wieder am Meeren. Darum habe ich es auf 50 runtergestellt. Weil ich genau weiß, dass es ruckelt wie jetzt gerade. Darum stehe ich jetzt da wieder um auf 50. Ich
hoffe, es passt so einigermaßen. Wenn du jetzt reinfährst, hast du ein Problem. You have reached your destination. If only life were this easy. Ich hab meine Hütchen schon gesehen. Nee, oder? Nee. Oh no. Oh no. I don't know where. Where Rocky? Ich hoffe, dass ich jetzt da hinten rund rumfahren kann, weil sonst muss ich wieder den Trick 17 machen. Anders geht's nicht. Ja, vielleicht können wir da wieder ein kleines neu beladen. Ich muss direkt mal mit meinem Dispo hinten reden, dass ich einen Zupfrechter organisiere. Genau. Das war mein Plan gewesen. Hoppala. Das, was ich eigentlich eher wegen unfair finde, dass das Abladen dem nicht so ist wie beim Beladen. Ich stehe. Ich stehe nicht perfekt drinnen. Das nimmt er mir nicht an. Das ist ein Wahnsinn. Verstehe ich voll. So, dann mal gemeinsam abladen, meine Freunde. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes laden könnten. Schauen wir uns das jetzt da ein bisschen an. Hier laden. Dieses hier auf New Mexico, Obi. So, fahrt zum Verlag. Fracht wurde aufgeladen. Aha. Okay, warum? Liebe SCS-Freunde, wenn ich was lade und ich habe einen Kipper drauf, dann müsste ich theoretisch laden bei die Silos und nicht hier bei die Tore, sondern hier oder wo die Silos sind. Meine Lieben. So. Report. Ach, halt, stopp. Wir schauen schnell auf die Karten. Aha. Das ist ja blöd. Wo machen wir dann mal Pause? Müsste die da extra fahren und da einer fahren.
da herfahren, da mal Pause machen und dann von da rüber, her, dann weiterfahren. Dann gute 2 Stunden da rüber. Genau. Dann kam auf Delhard. Wenn wir ein Rost will, müssen wir entlohnen. Genau. Fahren wir da so runter. Jetzt die 2 Stunden. Genau, so machen wir das. Dann gehen wir das Video an und gemeinsam anschauen. So, und los geht die Fahrt, meine lieben Dieselfreunde. Ja, was will ich nur sagen? Lang ist es her, weil ich bin eine Weile ohne euch hier im ATS gefahren. Darum nehme ich euch heute mit. Ja, der war gegen die Schranke eingefahren. Was ist mit dir? Soll ich aber noch abstehen. Also zurückgefahren. Es hat sie alle Koffern. Willst du durch die Schranken durchfliegen oder was? Ihr KI-Fahrzeug. Jo. Ja, es war eine Weile ruhig in meinem Kanal. Wird auch weiterhin so sein. Weil warum ist es so ruhig auf meinem Kanal? Erstens ist der Sommer hier. Beim schönen Wetter bin ich mehr oder weniger draußen und habe mein Handy dabei. Dann schaue ich mir zum Teil an Videos an von meinen YouTube-Kollegen. Ich habe einen Punkt, Yama und HP Wolf. Alle halt, die was ich halt verlinkt habe bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Kollegen schaue ich mir an. Und ja. Aha. Jetzt wieder. Ja. Natürlich steht auch immer ein Teil Gartenarbeit an bei mir zu Hause in Real Life. Ja. Und so weiter und so fort. Also ich habe auch zu Hause Arbeit. Gerade bei so einem schönen Wetter muss das gemacht werden und das Wetter ausgenutzt werden, bevor es wieder zum Regnen anfängt oder sonst irgendwas. Jo. Besonderes schaue ich mir dann an. Wie es dann richtig weitergeht. Hier in der Story. Aber HP, gell? Also ich halte das. Werde das schocken mit der Firma. Die Firma bleibt erhalten. Und ich werde das alleine weiter rocken. Ich verstehe ihn vollkommen. Also ich und DHP haben das gemeinsam aufgebaut hier im ATS mit der Firma. Und ja, und mittlerweile verstehen voll gut,
Die verstehen auch vollkommen. Würde ich auch so handeln. Ja. Also schaut es auch bei ihm dabei auf dem YouTube-Kanal. Gibt es ein HP-Sportsfreund. HP, der Sportsfreund, so müsst ihr es eingeben. Oder bei mir im Kanal Info reinschauen. Und ich habe mich auch verlinkt. Auf meinen Kanal. Schaut auch bei ihm rein. Er wird das auch nochmal sagen, wie ich es gesagt habe. Und ja. Vielleicht schmeiße ich doch die Folgen morgen aus. Und ja. Das wieder ein Lebenszeichen da ist von mir. Meine Sportsfreunde und meine lieben Dieselfreunde. Und wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert's mich. Abo ist kostenlos. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neues von mir. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn was rauskommt von mir. Sprich Videos oder Livestream. Also dazu mich fleißig abonnieren. Ich freue mich auf jedes Abo, auf jedes Kommi. Däumchen nach oben. Und ja. Muss ich dann mal schauen, weil Real Life meine Katze, muss ich mal nachschauen, die schon zu Hause sind. Auch Hunger haben. Ich habe ja in Real Life zwei Katze zu Hause. Jo, meine lieben Dieselfreunde. Also wie ich die Nachricht bekommen habe, ich habe das verdauen müssen. Und so weiter und so fort. Aber ich verstehe ein HP vollkommen und ich würde auch so handeln. Ihr könnt es mir auch glauben. Keep right, go straight on. Und Jappa Jappa du, was ist denn da los? Papalot. Jo, meine Lieben. Jetzt sicher, das ist sicher Radarkosten. Du hättest das wohl, gell? Mhm. Nehme ich aus. So, ich hoffe, dass es irgendwo ordentlich was zum Beißen gibt da in der Gegend. Einkommen, Marianne. Sehr gut. Achso, werden wir jetzt da auf den Videolink kommen? Wollen wir sie ja anschauen, haben wir gesagt, gell? So wäre er mit da hingelotst, ja, ja. Na, das werden wir aber nicht machen. Ah ja, wie ein Bypass. Das heißt, ich bin von einem herum nur mein Kreis. Habe ich euch das schon mal gezeigt? War das bei einem Livestream? Also, wurscht. Machen wir es halt nochmal. Ja, ja. Ich fahre gerade mal weiter. You turn ahead. Ja, ja. Ich will unbedingt das mitnehmen. Meine Lieben.
Oder? Sollen wir das mitnehmen? Dann fahren wir weiter. Scheiße, ist so viel Zeit rumherum. Ey, ich meine, die Karo steht bleiben. Nächste Jahr, genau, so machen wir es. Turn right, go straight on. Go straight on. Ja, meine lieben Dieselfreunde, meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe, ihr könnt mich unterstützen. Schreibt es mir bitte hier unten in die Kommentare rein. Hier und fleißig abonnieren. Also würde ich mich sehr freuen. Jetzt gehen wieder die Schrauben zu. Hm? Man weiß ja nie. Ja, Rocky, gleich darfst du sagen, wir gehen mal Gassi. Ich weiß, das wird mit Sicherheit wieder eine längere Folge. Aber das kann ruhig sein. Ich habe ja meine letzte Wochen kein Video rausgebracht, oder doch, ich weiß es jetzt nicht mehr. Müsste ich jetzt nachschauen. Ich glaube schon vor einer Woche. Heute vor einer Woche könnte das. Das könnte hinkommen. Warum da sie jetzt schneller fahren kann? Das liegt an mein neues Getriebe. Go straight on. Straight on. Ja. Es ist ziemlich ruhig auf die Kanälen für die Kollegen hier. Verstehe ich auch. Sommerzeit. Jeder ist privat unterwegs, dann fährt gerne mit dem Motorrad. Der eine oder der andere genießt das Wetter, so wie ich zum Teil. Oh, Cops, 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 Cops. So, da kommt unser Parkplatz. Uff, uff. Ihr kennt sicher auch den Film Das ausgekochte Schlitzohr. Diesen Film, wer es kennt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Würde ich mich sehr freuen, wer das kennt. Oh. Das ist ja doch was Nettes hier. Machen wir Licht aus, Motor aus, wo jetzt die Bremsen und so. Wann ist er raus? Ja, meine lieben Sportsfreunden. Das wird noch lustig werden. Vielleicht müsste ich mir da ein Zimmer. Vielleicht kann ich da schlafen gehen. Ich werde erst morgen weiterfahren von hier. Wo der Plan? Jo. Meine lieben Dieselfreunde. Eieieiei. Ich muss noch mal mit meinem Geschäftspartner muss ich mich noch unterhalten. Und wie es in Zukunft weitergeht und ja, also schaut auch bei ihm rein auf seinen Kanal, gell? Also er macht auch coole Videos, verschiedene Projekte, sprich LS, ETS, ATS und so weiter und so fort. Und ja, schaut auch bei ihm rein heute Abend, 17 Uhr, am Donnerstag. Dein Video kommt dann jeden Donnerstag raus.
um 17 Uhr. Mein Video kommt jeden Dienstag und Freitag raus vom ATS. ATS mache ich auch vielleicht um 17 Uhr, dass das rauskommt. Am Dienstag, freitags eher am späten Nachmittag, also sprich um 13 Uhr. So wie heute. Jo, meine lieben Dieselfreunde und meine lieben Ortsfreunden da draußen. Wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert's mich. Däumchen nach oben geben. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neues von mir. Und ich sag trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Abo da lassen, Kommi da lassen, Daumen nach oben geben. Ich sag trotzdem nochmals Dankeschön fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, Däumchen nach oben geben nicht vergessen. Ciao, ciao, euer Hannes.